Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy Online. Wir wollen jetzt zum Ort der Monstersichtung, wo die Frauenleichen wahrscheinlich liegen oder wo eine Frauenleiche eventuell liegen könnte. Denn etwas Mysteriöses geht hier weiterhin vor. Und man sieht, es ist mal wieder Nacht, wenn ich aufnehme. Obwohl wir gerade mal erst kurz nach 3 haben. Oder fast 3:30, aber wenn ich aufnehme, ist es immer dunkel oder es regnet. So, das heißt, wir müssen ungefähr hierhin. Der Tanz der Deduktion. Ich glaube, wir müssen auch irgendwie unten lang oder so. Ich bin ja falsch, vermutlich. Hierhin, ne? Oh, 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 nicht angreifen. Nein. Oh nein, mein Leben. Oh nein, mein Leben. Oh nein. Da muss ich hin. Ein geschundener Leichnam. Oh je. So. Nee, doch nicht kämpfen. Tja. Geschundener Leich. Oho, da ist das Auge, von dem der eine immer gesprochen hat. Na? Okay, das war's schon. Einfach nur den Leichnam mitnehmen. Dann geht's wieder zurück. Na gut. So. Da wären wir wieder. Mal schauen, was die Abenteurer zu diesen Leichnamen sagen. Ah, doch nicht bei den Abenteurern. Doch, nee. Hier, Ethelmer. Wenn du etwas mit der Bruderschaft zu besprechen hast, schenke ich dir gerne Gehör. Was kann ich für dich tun? Bitte schön, einen Frauenleichnam. In Form einer Blüte. Verstehe, du bist auf deiner Suche nach diesem Maskierten auf die Leiche gestoßen, hm? Die Ärmste, wer tut so etwas nur? Und sie ist leider nicht die Einzige. Auch im tiefen Wald ist man auf ähnlich zugerichtete Frauen gestoßen. Zu deinem maskierten Mann weiß ich dir leider nichts zu berichten, aber diese geflügelten Augäpfel sind dieser Tage im Finsterwald keine Seltenheit. Wir glauben, dass sie die Leichen transportieren. Bei den Opfern handelt es sich ausnahmslos um junge Frauen, das wissen wir. Doch wegen der entstellten Gesichter ist uns bisher noch bei keiner eine Identifikation gelungen. Daher tappen wir weiterhin im Dunkeln. Dieser Knopf. Die weiße Lilie, die ihn ziert, sah ich auch bei einer der anderen Leiche. Das Muster war mir neu, deshalb hat es sich so gut eingeprägt. Ja, ich bin mir ganz sicher. Aha. Es könnte das Wappen einer Gruppierung oder gar einer Familie sein. Das ist der Anhaltspunkt, nach dem wir so lange gesucht haben, meine Gute. Das könnte der Durchbruch sein. Gut. Bitteschön. Gut, dass ich helfen konnte. Ethelmer ist bereit, dir den Lilienknopf zu überlassen. Den Lilienknopf möchte ich gerne dir überlassen, Abenteurerin. Ich glaube nämlich, dass es dich auf deiner Suche nach dem Maskierten weiterbringen könnte. So flüstert es jedenfalls der Wald. Der Knopf ist ein wichtiges Beweisstück, das ich unter normalen Umständen nicht herausgeben würde. Aber du hast ihn dir durch deine Aufklärungsarbeit bei den Vorfällen um Herbstkürbissee mehr als verdient. Ich schlage dir vor, als erstes Mione in ihrem Hexenstübchen aufzusuchen. Vielleicht kann man dir in der Abenteuergilde Auskunft zum Wappen des Knopfes geben. Und nun gehabe dich wohl, Abenteuerin. Wow, wir waren schon sehr lange nicht mehr bei Mione. Dann grüßen sie wir mal. Und ich hoffe, sie kann uns dann auch weiterhelfen.
hier lang. Mione, lang nicht mehr gesehen. Oh, Skadi, was verschafft mir die Ehre? Deinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, bist du vermutlich nicht hier, um eine Tasse meines köstlichen Kräutertees zu genießen, nicht wahr? Nein, ich habe hier einen Lilienknopf. Ein hübsch gearbeiteter Knopf. Er sieht wertvoll aus und dennoch, ich kann mich nicht entsinnen, dieses Lilienwappen schon einmal gesehen zu haben. Warum fragst du nicht bei Bernadette am Ätheritenplatz nach? Mein Hexenstübchen ist beliebt, ohne Frage, doch am Ätheritenplatz kommt normalerweise wirklich jeder Besucher Gridanias vorbei. Die Chance, dass Bernadette schon einmal jemanden mit solch einem Knopf gesehen hat, ist relativ groß. Gut. Wir haben fast das nächste Level erreicht. Ich hoffe, das klappt jetzt noch, weil dann könnten wir auch gleich direkt mal zur Pekiniersgilde rennen. Bernadette. Du bist auf der Suche nach dem Besitzer eines Knopfes. Wie sieht das gute Stück denn aus? Bitteschön, mit einer Lilie verziert. Ein Zierknopf, würde ich sagen. Es tut mir leid, aber so einer ist mir noch nicht untergekommen. Daran könnte ich mich bestimmt erinnern. Wir Gridania haben schließlich eine Schwäche für weiße Lilien. Was gridanische Sitten und Bräuche betrifft, ist meine Kollegin Kain Gulet sehr belesen. Sie ist an der großen Waldschanze in Altgridania stationiert. Warum suchst du sie nicht einmal auf? Das bedeutet... Aber wir dürfen hier hoch. Genau zur Pekiniersgilde. Ja, vielleicht können wir ja doch irgendeine Quest bei denen annehmen. Ich glaube, die Level 25er habe ich bei denen nicht genommen. Gut möglich, dass wir da was machen können. Reparieren muss ich noch nicht unbedingt etwas. Ich glaube, ich gehe einfach mal rein in die Pekiniersgilde. Ja, hier wird mir eine Quest angezeigt. Oh, Stufe 20 habe ich sogar nicht gemacht. Uiuiui. Da war ich so in die Story vertieft. Okay, bevor wir die Story machen, machen wir die Pekiniers-Quest weiter. Das gibt uns ja auch neue Skills und wir können etwas stärker werden oder besseres Equipment. Hallo, Evane. Sag ich ja, wobei wir jetzt schon besseres Equipment haben, aber... Der Kopf ist auf jeden Fall besser als das, was wir jetzt haben. Okay. Yvonne hält eine Prüfung für dich bereit, bei der dein Mut über Leben und Tod entscheiden wird. Hallo, schön dich zu sehen. Bist du bereit für eine neue Lektion? Ich habe eine Prüfung für dich, bei der du deinen Mut weiterentwickeln kannst. Allerdings ist diese Prüfung um einiges gefährlicher als alle bisherigen und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob du der Aufgabe gewachsen bist. Ach du, ich bin jetzt schon fast Level 30. Deshalb möchte ich, dass du erst einen Übungskampf hier in der Halle gegen drei unserer besten Kämpfer austrägst. Ich gebe den Befehl zum Wechsel, also musst du dich nicht zurückhalten. Begib dich in die Ausgangsstellung, wenn du bereit bist, dann kann der Kampf sofort beginnen. Da haben wir aber einiges verpasst. Dann machen wir mal hier ein bisschen die Quest. 24, ja! Das ist ja Pile-Palle. Okay, besiege die Pikiniere. Wer ist als nächstes? Du. Dann sollte ich aber auch gleich Level 30 sein. Weil das ist ja kaum noch EP, was ich brauche. Okay, der letzte. Wo bleibst du? Ach da.
Okay. Sehr gut. Da liegt er. Das reicht. Gut gekämpft, Skadi. Okay, weiter geht's. Du beherrschst die Kampftechniken einwandfrei. Kommen wir also nun zur eigentlichen Prüfung. Du hast bereits mehrfach deinen Mut bewiesen. Die nächste Aufgabe jedoch ist besonders gefährlich. Dein Leben wird auf Messers Schneide stehen. Willst du es dennoch wagen? Aber natürlich, für einen neuen Skill tue ich alles. Ja. Was für eine Enttäuschung. Du schon wieder. Der schon wieder. Ich bin hier, um zu sehen, wie sich meine werte Freundin entwickelt. Schließlich hat sie von allen Pikinieren das größte Potenzial, wahren Mut zu entwickeln. Doch nun sehe ich, dass meine wohlmeinenden Worte nicht zu ihr durchgedrungen sind. Sie folgt immer noch dieser feigen Bande von Möchtegern-Pikinieren. Wieso hat er da überhaupt freien Eintritt? Der müsste doch Hausverbot bei denen haben. Offensichtlich wird es Zeit, ein Exempel zu statuieren. Folquois, für einen Pikinier pflegst du erstaunlich schlechte Umgangsformen. Warum bringst du unserer Gilde so viel Verachtung entgegen? Weil ich Feigheit verachte und die Gilde aus Feiglingen besteht. Du legst es wirklich darauf an, dass dir mal jemand gutes Benehmen beibringt. Nun denn, das kannst du haben. Skadi Samtmut wird gegen dich antreten. Als meine Schülerin genießt sie mein vollstes Vertrauen. Niemand sonst wäre besser geeignet, die Ehre der Pikinier-Gilde zu verteidigen. Das soll mir recht sein, ich nehme die Herausforderung an. Wie lauten die Bedingungen? Ich wollte Skadi Samtmut gerade eine neue Aufgabe stellen. Nun stelle ich sie euch beiden. Wer sie als erstes erfüllt, hat den Wettstreit gewonnen. Geht zur Brombeerlichtung im Ostwald und beweist dort euren Mut, indem ihr dem König der Keiler die Stirn bietet. Der König der Keiler ist ein uralter, besonders wilder Eber, der über die Brombeerlichtung herrscht. Wenn ihr ihm gegenübersteht, werden wir ja sehen, wem von euch das Herz in die Hose rutscht. Um ihn auf die Lichtung zu locken, müsst ihr dort zuerst wilde Keiler erlegen und 10 blutige Hauer sammeln. Na gut. Diese legt ihr dann auf einem zertrampelten Pfad im hinteren Teil des Waldes aus. Der Blutgeruch wird den König der Keiler umgehend ködern. Habt ihr alles genau verstanden? Ja. So machen wir es. Keine Frage, gut. Dann möge der Mutigere gewinnen. Aha, Folquois mischt sich also mal wieder ein. Das heißt, wir dürfen hier hin und müssen erstmal wieder zur Jagdhütte. Ja. Bereit für unser Chocobo. Also hier. Okay. Die sehen aber ulkig aus. Wir sind immer noch kein Level 30. Ah. Immer noch nicht. Jetzt gehen die EP aber wirklich sehr langsam. So, hier durch sind auch noch ein paar. Aber da kämpft schon jemand gegen die Keiler, die ich auch brauche.
Jetzt Level up? Nein, immer noch nicht. Hier hinten lauert noch irgendwo ein Keiler. Okay, noch drei Stück. Gut. Den letzten hier. Fast. Nur noch 2 Pixel oder so. 2 Pixel, die wir noch brauchen. 2 Pixel und ein Keiler. Ich hoffe, die greifen uns jetzt nicht beide an. Das scheint den da drüben nicht zu interessieren. Okay. Da dürfen wir hin. Wo ist der denn? Zertrampelter Pfad. Genau, das müsste da ja auftauchen hier. Na, wo bleibt der? Oh, wow, mehrere. Immerhin kämpfen wir zusammen. Trotzdem müssen wir Volqua beschützen, weil ohne ihn kommen wir auch nicht weiter. Wo kommt die denn her? Hey!
teilen sich immer. Ah, jetzt nicht. Yay! Toll, ich kann einen neuen Jobauftrag annehmen. Ja, bin ja gerade dabei, die zu machen. Oh nein, Fulqua! Nein, heile dich! Heil dich mehr! Ist der tot? Nein. So, wir retten ihm jetzt mal das Leben. Wie riesig der ausschaut. Halte ein, König der Keiler. Vergib uns unseren Frevel, wir werden dein Reich nicht weiter behelligen. Dann geht er einfach. Okay. Wie mir scheint, hast du den Wettstreit gewonnen, Skadi. Hehe. Habt ihr verstanden, wie dumm es ist, sich unnötig in Gefahr zu begeben? Feiger Narr. Wer ist hier feige? Gut, wäre das geklärt. Skadi, vergiss ihn, er ist deine Aufmerksamkeit nicht wert. Lass uns zur Gilde zurückkehren. Cool. Und wir sind Level 30, endlich. Schade nur, dass er mich nicht mitnimmt. Jetzt habe ich wieder zurück nach Neugredania. Und von da aus mit dem kleinen Eteriten zur Pikeniersgilde teleportieren. Eteritennetz? Pikeniergilde. So. Yep, die Hauptstory machen wir später weiter. Wir machen auch eben noch die nächsten zwei Quests, die wir jetzt hier bekommen. Einmal für die Stufe 25 und Stufe 30. Im Kampf wärst du dem König der Keiler hoffnungslos unterlegen gewesen. Hättest du ihm gegenüber Furcht gezeigt, hätte er dich mit seinen Hauern zerfetzt. Doch du hattest deine Angst unter Kontrolle und warst wild entschlossen. Deshalb hat der Keiler dein Leben verschont. Skadi, dein Mut ist beeindruckend. Fulqua hat nun offensichtlich auch endlich begriffen, dass Mut etwas anderes als Tollkühnheit ist. Ich bin gespannt, ob er sich nochmal blicken lässt. Für heute hast du genug geleistet, doch der Tag, an dem ich wieder deine Hilfe brauche, wird kommen. Und zwar genau gleich. Vergleichen? 16, Stärke 2, ja, bessere Konstitution, Geschick. Ist auf jeden Fall viel besser als der Jägerhut, den wir jetzt haben. Dann nehmen wir den mal. Okay. Was schreiben wir wieder schnell? Und auf zur nächsten Quest. Gildenmeister Yvain möchte, dass du dich bei Veteranen der Pikeniergilde vorstellst. Okay. Schon wieder eine bessere Kopfrüstung. Eine bessere Handrüstung. Ne, nicht anprobieren, vergleichen wollte ich. 17. Ich glaube, wir nehmen dann auch die neuen Hände, würde ich sagen.
Genau, das machen wir. Skadi, man erzählt sich viel über die Heldentaten, die du in letzter Zeit vollbracht hast. Bist du bereit für die nächste Prüfung der Pikiniergilde? Yep. Gegen den König der Keiler konntest du deinen Mut vollends zur Entfaltung bringen. Diesmal möchte ich, dass du 3 ehrwürdige Veteranen der Pikiniergilde aufsuchst und ihre Anerkennung gewinnst. Alle 3 sind Mitglieder unserer Gilde. Sie haben den Weg der Pike vor dir beschritten und sind hinter das Geheimnis des Muts gekommen. So wie sie ihren Altvordern nachgeeifert haben, so wirst du ihnen nacheifern. Wenn du sie von deinem Mut überzeugen kannst, werden sie dich als eine der ihren akzeptieren. Dein erster Lehrer ist Matteomi. Du findest ihn auf Amariseiks Wachturm, wo er als Wache seinen Dienst verrichtet. Er ist ein einfacher Veteran, der seit vielen Jahren die Grenze Gridanias bewacht. Wird dein Mut seinem durchdringenden Blick standhalten? Finde es heraus, Skadi. Okay, dann zum Ostwald und wieder zurück zur Jagdhütte. Das heißt, wir dürfen in die Richtung aufbrechen. Da lang. Okay, dann mache ich hier erstmal einen Cut und dann werden wir in der nächsten Folge unseren Mut unter Beweis stellen. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss!